Bam, Alter, Matchrouten sind die Macht. Einfach hier an der Tunguska schön mit zwei Matchrouten, drei Matchrouten gleichzeitig stehen und die dicken Brocken rausziehen. Taimen geht rein, Forellen gehen rein, Bodenrinken gehen rein und das lohnt doch auch immer wieder. 5,6 Kilo große Bodenränke, das macht doch Bock. Also hier an der Tunguska legen wir los. Wir angeln jetzt hier gleich mit der Matchroute. Vorher gehen wir natürlich noch ein paar Köder kaufen, damit das gleich auch schön weiterläuft. Also ab in den Angelshop. Und weil wir ja die Bodenränken haben wollen, deswegen gönnen wir uns die Köcherfliegenlarven. So, die wollen wir haben. Zack, einfach nochmal ein paar nachgekauft, damit das jetzt auch richtig losgehen kann. Und wir müssen gar nicht weit laufen, wir gehen hier einfach bis zu dem Anleger, bis zu dem Steg. Zack, ausgeworfen hier mit relativ simplen Setup. Gucken wir uns gleich im Detail nochmal eben an. Also flach ausgeworfen, gar nicht so weit. Einmal vielleicht ein bisschen weiter, einmal ein bisschen flacher. Und dann kann es auch schon losgehen. Ungefähr von der Tiefe zwischen 1 Meter bis 1,80 Meter sogar. Ich hatte jetzt die ganze Zeit auf 1,50 Meter gehabt, bin jetzt nochmal explizit eher auf die Bodenränken gegangen. Heißt also, das gesamte Setup nochmal ein bisschen schwerer gemacht, ein bisschen dicker gemacht, denn die große Bodenränke kann auch mal ordentlich abziehen. Normalerweise stehe ich hier ganz gerne mal mit so 6, 7 Kilo vom Vorfach oder beziehungsweise von der Hauptschnur her und gehe dann hier relativ fein und leicht rein. Aber diesmal ist die große Bodenränke das Ziel und dementsprechend muss man dann auch mal ein bisschen dicker reingehen. Und auch das klappt, also man muss da gar nicht so ganz vorsichtig sein bei der Bodenränke. Da kann man auch mal ein bisschen gröber reingehen. Ich bin jetzt hier mit einem, wie gesagt, 15 Kilo, mit einer 15 Kilo Schnur unterwegs und das klappt ganz gut. Gerade nochmal eben hier rauswerfen und dann gucken wir. So, gucken wir uns das mal eben hier an. Also, das Setup gerade läuft. Ja, lassen wir noch mal ein bisschen treiben gerade. Ne? Das Setup jetzt hier gerade relativ simpel zusammengebaut. Also mit der Rebellion Match wieder hier unterwegs. Dann hier einfach die Tagara wieder drauf. Einfach must have oder einfach richtig nice in Kombination mit der Match. 15 Kilo Fluorocarbon komplett. 4-0er Haken, nein, 4er Haken, denn größer geht nicht. 4er Haken, wir haben hier die Information zu angeln mit winzig 24 bis groß 4 und das ist quasi der größte Haken, den wir verwenden können für die Köcherfliegenlarve. Doppelköderkombination hat man natürlich nicht von vornherein. Wenn ihr das noch nicht habt, dann natürlich nur damit rumprobieren. Aber da ist natürlich dann auch einiges an Beifang, an Kleinkram mit dabei. Und ja, das muss dann vielleicht nicht zwingend. Wenn man jetzt hier Skillpunkte machen will, ist es natürlich schön, ist ein bisschen Abwechslung. Nimmt man natürlich gerne alles mit. So, aber auch so können zwischendurch mal immer wieder auch ein paar kleine reingehen. So. Ja, wie gesagt, von der Tiefe ungefähr 1,80 Meter. 1,50 Meter bis 1,80 Meter, das klappt für die Bodenränken immer ganz gut. 4er Haken, man kann auch mal kleiner reingehen auf einen 6er Haken, wenn man sagt, okay, mir ist die Frequenz noch ein bisschen zu gering, ich mache lieber ein bisschen mehr auf Masse, dann wie gesagt einfach mit einem 6er Haken reingehen, reicht auch völlig und dann schön Attacke Vollgas. Ja, hier solche Bodenränken, das geht doch auch immer ganz gut. So, locker wieder ausgeworfen. Und dann wieder weiter probieren. Und dann hier auch gar nicht so weit treiben lassen. Guck mal da hinten, da geht es jetzt gerade noch runter. Aber so ganz ewig weit, ne, das war jetzt schon das höchste der Gefühle. Da muss man auch langsam irgendwann mal wieder zurückziehen. Zack, der nächste Brocken. Wie gesagt, wir wollen jetzt hier nicht ewig und ein ganzes Stückchen runtertreiben lassen. Sondern einfach hier im Idealfall auf eine hohe Frequenz. Zack, nicht gehakt. Hier was gehakt, okay, irgendwas Kleines. Ja, 22 Gramm El Ritze auf dem 4er Haken läuft. Aber da war der Köder wahrscheinlich so verlockend, da müssen die eingreifen.
Und ja, wenn euch das hier schon zu stressig ist mit drei Routen, wird es deutlich stressiger. Rein kohlemäßig ist es gar nicht so schlecht. Die Bodenränken, die liefern auch ganz gut Silber. Das heißt, man kann hier nicht nur gut Skillpunkte machen, sondern eben auch konstant immer wieder ganz gut Silber machen. Heißt also für dich, wenn du gerade nicht weißt, wo du hin sollst, sowas wie hier an der Stelle ist eigentlich fast immer safe. Da geht meistens was. Wenn ihr euch da jetzt gerade nicht sicher seid von den Ködern oder dass da irgendwie was vielleicht gerade nicht geht und dann denkt ihr, ja, vielleicht muss man vielleicht doch wieder den Spot wechseln oder. Man kann zum einen, wie gesagt, mit den Höhen variieren plus Köder variieren und alleine damit hat man meist schon wieder irgendwelche Fische, die dann wieder gut funktionieren. Ob es die kleine sibirische Maräne ist, wie gesagt, die Bodenränken, die Pelletmaräne geht ja auch regelmäßig hier rein. Also es gibt hier verschiedenste Fische, die man richtig gut in guter Frequenz, in hoher Frequenz fangen kann, in großen Gewichten auch fangen kann und dementsprechend klappt das hier eigentlich regelmäßig. Zack, na komm. Schnell. Ah, noch gehackt. Dass man eben hier an der Stelle einfach easy Silber macht. So, schnell wieder raus. Was man natürlich dann mit der Zeit einfach rauskriegt, wirft man ein bisschen weiter, wirft man ein bisschen näher. Das muss man einfach ein bisschen variieren. Manchmal, guck mal hier, beißen sie direkt hier vorne. Dann muss man vielleicht gar nicht so ganz weit auswerfen. Dann wirft man lieber vielleicht ein bisschen mehr nach links hier und lässt die dann direkt hier vorne schon einsteigen, die Fische. Ist ja nicht so verkehrt. Wir gucken gerade mal eben rein von den Preisen her. Guck mal hier, 24 Tacken gerade, 5 Kilo Bodenränke. Schmeckt. Kurz davor oder jetzt am Anfang war hier direkt der erste Fisch vor 15 Minuten. War ein Timen. Da habe ich schon gedacht, Alden, was geht denn jetzt ab? Der hatte auch richtig Bock gehabt mit 5 Kilo. Ist gut abgezogen auf 7 Kilo Setup. Also der hatte richtig Bock. Das ist allerdings eher meine Ausnahme. Ab und zu geht auch manchmal so ein Nelmer rein. Auch das ist nicht so schlecht, aber auch das absolute Ausnahme. Ne? Super selten die Fische, gerade halt hier auf Pose. Jo, so, alles wieder aufmachen, schön treiben lassen und dann, wie gesagt, Köder testen. Das ist das A und O. Und irgendwann hat man halt eine schöne Kombination, die halt richtig gut liefert. Was eben auch noch eine Möglichkeit wäre, ist dann auch mal sehr klein reinzugehen. Also wirklich mit ganz kleinen Haken. So was in Richtung, naja, ich sag mal so ein 12er vielleicht oder so ein 10er Haken. Und auch damit noch mal ein bisschen probieren, denn da hat man auch gerne mal sowas wie ein Prosopium hier dran. Auch super selten, aber auch sehr, sehr ergiebig. Und wenn man dann so mit den Larven, mit den verschiedenen Larvenarten herumprobiert, dann können eben auch hier die Maränenarten auch nochmal reingehen. Also auch das durchaus eine Möglichkeit, dass man hier dann nochmal den Kescher voller kriegt mit wieder unterschiedlichen Fischen. So, weiter rausziehen. Das Ganze läuft im Idealfall halt in der gesamten Tageszeit. In der Nachtzeit dann vielleicht einfach hier hinstellen mit Fischfetzen, mit Tauwurm. Einfach hier vorne, ich zoome nochmal eben hin, von da vorne aus einfach rauswerfen hier hinter dem Baum. Da gehen gerne auch mal, ach guck mal die Pellet, da gehen gerne auch mal die Amurwälse zum Beispiel. Oder einfach auf Quappe oder sowas, also nachts geht hier auch immer mal was und so ganz lang ist die Nacht ja gar nicht hier. Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich bin schon soweit zufrieden. Das passt eigentlich. Jetzt haben wir gleich Mittagszeit, da könnte gleich ein bisschen Flaute sein. Das heißt, da einfach auch ein bisschen variieren. Wie gesagt, ihr müsst ein bisschen rumprobieren von den Höhen. Manchmal ist es so, dass es bei kälteren Temperaturen, dass es tiefer vielleicht ein bisschen funktioniert. Wenn es warm ist, vielleicht stehen die Fische weiter oben. Also das zählt es auf jeden Fall auszuprobieren. Jetzt gerade im Moment ist es relativ kühl. Wir haben 7 Grad jetzt hier, das zur Mittagszeit. Also das ist schon relativ kühl gerade. Und deswegen bin ich auch nochmal runter auf 180 cm, also 1,8 Meter Tiefe hier, um einfach mal zu gucken, ob die Bodenränke jetzt so richtig schön auf dem Grund rumlungert. Ja, so viel zum Spot. Ich würde sagen, das ist ja schon eher altbekannt hier die Stelle. Kann man halt immer wieder gut nutzen. Ja, einfach um auf Nummer sicher ein paar schöne
Brocken zu ziehen. Zack, die nächsten 5 Kilo Bodenränke, wieder 22 Tacken. Sehr schön. Was haben wir jetzt hier? 18 Minuten in Gänze, 132 Silber. Also kann sich sehen lassen. Das Ganze geht jetzt hier noch gut 20 Minuten weiter. Und ich ziehe jetzt hier schön die Brocken raus, hole jetzt gleich auch noch die dritte Route raus. Denn ohne so eine Aufnahme und ohne die ganze Zeit zu quatschen, kann man sich schön konzentrieren auf 3 Routen gleichzeitig. Und dann machst du nochmal deutlich mehr Kohle. Also, Petri Lümmels zieht raus die Brocken, ob mit der Stippe, mit der Bollo oder mit der Match. Ab hier an die Tung, sobald ihr könnt. Und dann ordentlich Cash machen. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Montags, Mittwochs, Freitags immer Russian Fishing 4 ab 19 Uhr. Petri.